Hallo ihr Lieben, der Romin hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Dies ist mein allererstes Unboxing und zwar packen wir heute gemeinsam das Rode Wireless Go aus. Ein drahtloses Funkmikrofon bzw. eine Funkstrecke der Firma Rode. Viel Spaß! So, dann wollen wir das gute Stück mal auspacken. Schauen, ob wir das hier, ach, siehst du mal, das kann man hier so aufziehen, hier unten. Oder brauchen wir es doch? Ne? Boah. Dann brauchen wir wahrscheinlich doch ein Messer. So, dann holen wir mal hier schön das gute Stück raus. Ui, hier haben wir schon mal ein schönes Etui. Das sieht aber edel aus hier. Schön. Ein Etui. Haben wir hier noch was? Jawohl. Und nochmal ein kleines Paket, das andere. Die Verpackung tun wir kurz. Tun wir weg. So. Und da sind die guten Stücke. Sender und Empfänger. Halte ich mal ein bisschen näher ran. Beide von Rode. Das untere ist das Mikrofon, der Sender und unten und das obere ist der Empfänger. Das sieht ja süß aus, ganz niedlich. Und hier oben haben wir schick eingepackt. Na, wenn sie dann rauskommen, USB-C-Kabel und USB-C-Kabel. Ah, guck, das kann man hier so, die kann man hier so rausziehen. Zack. Nummer 1. Und zack, Nummer 2. Hier ist dann noch die Bedienungsanleitung, wie man die beiden Mikrofone pairt. Und wenn man diese Mikrofone dann, wie man das Mikrofon, also Sender und Empfänger einschaltet, würden die sich dann, denke ich mal, automatisch connecten. Und das wollen wir doch gleich mal ausprobieren. Erstmal hier eine Folie abmachen. Oh, schön. Ein schönes Gefühl immer von neuen Produkten Folie. Folie abmachen, das ist immer ein sehr schönes Gefühl. Nummer 1, das haben wir dann Nummer 2, haben wir da auch Folie. Von da ist es die Nummer 2. Folie. Oh, sehr schön. Und dann haben wir dann hier, dann wirklich hier oben, haben wir hier ein eingebautes Mikrofon. Dann hier so ein Clip für den Kragen. Das ist selber das Mikrofon. Und hier haben wir dann den Empfänger mit einem kleinen Display und den dB-Knopf und Pairing-Knopf. Und hier noch zum Einschalten wahrscheinlich. Dann legen wir die mal nebeneinander und schauen mal, was passiert, wenn wir die beiden einschalten. Ui, es blinkt. Es blinkt. Leg ich mal hier hin. Okay, so ganz lange ist mein Zoom leider nicht.
halte ich mal ein bisschen länger dran, da kann man, na, schält es nicht scharf. Nee, macht er leider irgendwie nicht, schade. Ich bin noch nicht so ganz gut mit der Kamera. Es tut mir sehr leid. Aber man sieht schon, der ist automatisch schon gepairt. Also ich kann sprechen und man sieht hier schon den Ausschlag. Das ist sehr, sehr cool. Und dann werde ich mir jetzt mal das Mikrofon anstecken und es mal an die Kamera stecken und dann schauen wir mal, wie gut das Ganze dann funktioniert. Ja, ihr Lieben, ich habe ganz vergessen, in dieser Tasche ist ja noch was drin. Und zwar haben wir hier zwei Windpuschel. Die sind so, ja, für den Wind, für Windschutz geeignet. Da ist der zweite. Und was haben wir hier noch? Jawohl, da ist unser Kabel, damit wir das natürlich an die Kamera machen können. Ja, so ein bisschen Papierkrams und so, Rode und dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. So, ihr Lieben, dann machen wir jetzt mal einen kleinen Soundcheck. Also jetzt hört ihr mich erstmal durch das interne Mikrofon von der Kamera und ich werde jetzt dann gleich die beiden Mikrofone anschließen. Man sieht auch schon, vielleicht so ein bisschen, die arbeiten schon. Die werde ich dann jetzt mal an die Kamera anschließen, mir das Mikrofon anstecken und dann mal hören, was für ein Soundunterschied das jetzt macht. So, ihr Lieben, jetzt habe ich mein Rode Wireless Go jetzt mir angesteckt, die Funkstrecke. Der Empfänger sitzt jetzt auf der Kamera und ja, vielleicht hört ihr jetzt auch einen Tonunterschied. Ja, ich hoffe, man kann mich jetzt auf jeden Fall besser hören und dann möchte ich doch gleich auch nochmal einen Test machen mit dem Rode Wireless Go und ich werde gleich meinen Rode SmartLav Plus Ansteckmikrofon holen und werde mal dann später herausfinden mit euch zusammen, hoffentlich, wie gut die Tonqualität dann ist im Vergleich. Ja, ihr Lieben, mit diesem Test kann ich euch leider gerade nicht dienen, weil ich jetzt eben festgestellt habe, dass kein Signal im Funksystem vom Rode Wireless Go ankommt, wenn ich mein Lavalier-Mikrofon, das Rode SmartLav Plus, daran anschließe. Aus diesem Grund kann ich euch mit diesem Test leider nicht dienen. Und ich schlage dann mal vor, machen wir uns mal auf den Weg in den Stadtwald, um einen weiteren Soundcheck mit dem Rode Wireless Go in der Natur zu machen. Bis gleich. Ja, ihr Lieben, jetzt habe ich dann meinen Rode Wireless Go, meine Funkstrecke dann angeschlossen. Und ich hoffe, ihr könnt mich auch gut hören. Das Schöne ist, ca. 0 bis 3 Meter Entfernung. Ich kann nach rechts und ich kann nach links und ich kann nach hinten und nach vorn und ich kann rennen und man, das ist einfach der Wahnsinn. Man hat die Hände frei, das ist perfekt. Der Martino, der Kameramann, der grinst schon. Und das Schöne ist einfach, dass wir jetzt einfach ein bisschen weiter zurückgehen können und wir dann einen besseren Sound dann haben. Dann schauen wir mal, wie weit der Sound noch funktioniert und dann schlage ich mal vor, da gehen wir dann immer weiter mal ein bisschen weiter zurück und schauen mal, ja, wie weit man mich noch hören kann. Dann gehe ich immer weiter so einfach mal zurück, winke, winke. Und das ist einfach das Schöne an diesen Rode Wireless Go Funkstrecken, dass das einfach so kompakt, so klein ist und man kann immer weiter zurückgehen. Circa 10 Meter Entfernung. Und mal sehen, wie weit der Pegel ausschlägt. Ich bin jetzt, weiß nicht, wie viele Meter jetzt entfernt. Und das ist einfach richtig, richtig schön. Ich hoffe, es schlägt noch aus. Ich kann jetzt Martino nicht mehr sehen, ich bin auch blind. 20 Meter Entfernung. Genau, für alle. Ja, ich bin fast blind, wenn ich es noch nicht erwähnt habe.
Und ich gehe immer weiter und immer weiter. Und ich hoffe, dass man mich immer noch hört. Vielleicht gibt es irgendwann einige Aussetzer. Genau, jetzt bin ich fast schon bei der Bank drüben. Man hört mich immer noch? Weiß ich nicht, ob ich noch blinke. Hallo Fenia. Hallo. Man, Winke. Circa 75 Meter Entfernung. Geht das noch? Alter, krass. Geh noch weiter zurück. Ist ja irre. Ist ja Wahnsinn. Ich gehe mal noch weiter zurück. Wir sind jetzt, weiß nicht wie viele Meter. Ganz weit. Auf jeden Fall das Wichtigste ist einmal, dass das Mikrofon und Sender sich sehen. Circa 100 Meter. Das ist ganz wichtig, wenn irgendeine Strecke oder ein Wesen, eine Materie davor kommt, ist das Signal gestört und dann bricht der Kontakt ab. Und ich gehe jetzt immer weiter. Ich weiß nicht, wie viele, ob ich schon bei 70 Metern bin. Man hört mich immer noch. Ist ja irre. Was? Krass. Noch weiter. Ich kann immer weiter zurückrennen. Jetzt kann ich fast in den See springen, Freunde. Und circa 125 Meter Entfernung. Wahnsinn. Funkstörung. Lungen. Muss ich aber ein bisschen hier weiter gehen. Damit man mich sieht. Juhu, ich winke mal. Wahnsinn. Immer noch? Krass. Das ist ja Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, ob es nachher beim Schnitt, ob man mich dann immer noch hört. Aber das ist einfach wirklich richtig, richtig weit. Da kommt jetzt ein Baum vorbei. Vielleicht piept das Signal da ein bisschen. Irre, das ist Wahnsinn. Also ich habe mich verliebt in die Funkstrecke. Funkstörung. Funkstörung. Immer noch? Krass. Krass. Circa 175 Meter Entfernung. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt nämlich umdrehe. Funkstörung. Zurück. Hört man mich weiter? Funkstörung. Okay. Krass. Junge Freunde, das ist eine ganz schöne Reichweite. Da bin ich ja selber überrascht. Und ja, also ich bin begeistert. Also für jeden, der eine kabellose Lösung sucht für Kameras und der genervt ist von jeglicher Kabellage, dem kann ich dieses Mikrofon auf jeden Fall empfehlen. Leider gibt es das nur für einzelne Personen, also für Interviews würde ich es jetzt vielleicht nicht nehmen, da würde ich auf eine andere Lösung setzen, auf ein Aufsteckmikrofon für die Kamera oder so. Aber das ist auf jeden Fall genial. Wie gesagt, ich kann hier rumlaufen, ich kann hier hüpfen, ich kann hier alles Mögliche machen und man hört mich hoffentlich perfekt. Und ja, ihr Lieben, auf jeden Fall ganz herzlichen Dank fürs Zusehen. Ihr findet den Link zu diesem Mikrofon in der Videobeschreibung. Ja, über Likes und Abos würde ich mich freuen. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!